herzlich willkommen zu V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bereit für High Performance im Vertrieb? In diesem Podcast liefern wir dir den ultimativen Kick für deinen Vertriebserfolg. Kein Blabla, sondern Power Talks zur Vertriebsführung. Hier erfährst du, wie du Deals rockst, Kunden begeisterst und deine Vertriebsmannschaft auf Hochtouren bringst. Heinz-Georg Geißler und Ann-Kathrin de Moy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Viel Spaß beim Wachstum! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um die SDRs of Germany, eine deutschsprachige Community für Tech-Seller, welche mich ehrlich gesagt sehr beeindruckt. Was als Hobbyprojekt begann, ist nun ein One-Stop-Shop für junge Vertriebler, die im Tech-Sales durchstarten wollen. In unserem Gespräch mit Matthias Schaper erfährst du mehr über die vielfältige Kundenbasis, die Finanzierung und wie Unternehmen junge Vertriebler anziehen können. Wir sprechen über die Bedeutung von Transparenz, attraktive Arbeitsbedingungen und die Wichtigkeit von Unternehmenskultur und Weiterbildung. Außerdem thematisieren wir den Gender Pay Gap und die Notwendigkeit von Gehaltstransparenz. Lass dich inspirieren, wie Netzwerke, Mut zur Veränderung und Perspektivenwechsel deinen Erfolg im Vertrieb fördern können. Viel Spaß. Aber mein Babysitter hat, meine Mutter liegt jetzt mit Grippe flach. Also weil ich dachte, wenn ich nochmal schiebe, dann kommt Matthias nicht mehr zu uns. Kann ich nicht machen mit ihrer Kochfahrenzeit. Also deswegen cool, dass du da bist, Matthias. Wir sprechen heute, weil wir eine mega coole Kooperation haben, im Sinne von, dass wir mehr zusammenrücken, deine Community mit unserer Community. Und weil ich ganz oft gefragt wurde, ja, Anni, ist ja nett, was du da machst, aber was sind die SDRs of Germany überhaupt und was machen die? Hab ich gedacht, naja, dann soll Matthias mal selber erzählen. Die SDRs of Germany sind damals als ein Hobbyprojekt gestartet. Ich sag immer, mittlerweile ist es ein One-Stop-Shop für junge Vertriebler, die ihre Karriere insbesondere im Tech-Sales vorantreiben wollen. Ich baue damit etwas, was ich damals selber gerne gehabt hätte, als ich als SDR mit 24, als ich dort eingestiegen bin als SDR, hätte ich mir genau so etwas gewünscht, wo ich mich auf einer Plattform mit Leuten aus der Szene connecten kann, meine Networking-Skills verbessern kann, neue Jobs finden kann und mich auch weiterbilden kann. Und das Ganze modern und nicht veraltet, also auch irgendwie cool und nicht langweilig als Weiterbildungsmöglichkeit. Und das machen die SDRs of Germany heute. Es ist eine der größten deutschsprachigen Communities für Tech-Seller. Was ich sagen wollte, ist, was ich super beeindruckend finde mit 24. Ich sag das jetzt mal so, wie ich es meine, weil unsere Zuhörerin Matthias, du kannst auch damit umgehen, die Eier zu haben, das zu tun. Denn das, was viele ja immer wieder vergessen und deswegen finde ich es so besonders beeindruckend, ist, die Welt, die wir davor finden, ist ja auch noch sehr männerlastig und auch grundsätzlich im Vertrieb das, was mir bis dato in meiner Karriere begegnet ist. Und dann einfach zu sagen, okay, es gibt keinen Raum für mich, wo ich das finde, was ich brauche und ich mache das jetzt einfach mal selber. Da gehört schon ganz schön viel dazu. War es wirklich so, dass du gesagt hast, okay, über Nacht, ich mache das jetzt einfach, oder hast du dich voll informiert, hast du die Leute mit an die Seite gestellt? Wie ging das damals vor 2 Jahren, ist es jetzt her, ne? Ja, 2 Jahre ist es jetzt ungefähr her. Ja, es war wirklich so ein bisschen so, ich muss sagen, ich habe ganz tolle Eltern und ich sage immer, ich muss das ein bisschen an meine Eltern abschieben, weil meine Eltern wirklich mich immer so erzogen haben, wenn ich mich beschwert habe über irgendetwas, dann haben die immer gesagt, ja, und jetzt? Entweder machst du irgendwas draus oder du hörst auf, dich zu beschweren, weil dann kannst du eh nichts gegen tun und das ist verschwendete Energie. Und so habe ich wirklich, als mir so das erste Mal bewusst ist, dass das eigentlich etwas ist, was fehlt, gar nicht lange damit verbracht, mich darüber zu beschweren, dass es das nicht gibt, sondern habe wirklich gesagt, okay, cool, dann was können wir jetzt machen, um das Problem zu lösen? Man muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt in London war. Da gab es sowas Ähnliches schon, so ungefähr von dem Ansatz. Da gab es damals die SDRs of London, die auch so ein bisschen eine Community waren, an der wir uns auf jeden Fall orientiert haben. Ich wusste aber, weil ich auch Teil von SDRs of London war, dass ich das gerne anders machen würde. Also meine Vision und Mission von der ganzen Geschichte war ein bisschen anders, aber den Anhaltspunkt oder die erste Idee hatte ich schon, als ich die das erste Mal gesehen habe. Und
ich habe das auch nicht gegründet mit der, oder ich bin auch nicht auf die Idee gekommen und habe am nächsten Tag gesagt, okay, jetzt gründe ich eine GmbH und let's go, sondern das war wirklich ein Passion-Project. Das war am Anfang gar nicht gedacht, jetzt irgendwie Geld zu verdienen und ein Business zu werden, sondern am Anfang war das wirklich nur ein bisschen selfish am Ende, ne? Also ich wollte sowas haben und ich wollte es dann aufmachen. Und meine Leidenschaft vom Sales auch teilen. Und deswegen ist es dann so passiert. Heißt, du hast zu der Zeit dann noch gearbeitet voll und hast es erstmal nebenbei angefangen? Wie lange ging der Zeitraum ungefähr? Ich habe, also ich war 2 Jahre SDA, 1 Jahr bei Adverity und 1 Jahr bei Salesloft. Ich glaube, ich hatte noch so ein halbes Jahr, wo ich beides zusammen gemacht habe, also wo ich angefangen habe, die Community aufzubauen und gleichzeitig aber auch noch als SDA bei Salesloft zu arbeiten. Nun war das aber relativ günstig, weil mit Salesloft, ich weiß nicht, ob jemand, der hier zuhört, die vielleicht schon kennt, das ist ja eine Sales Engagement Plattform, also eine Software für Sales Teams. Das heißt, wir dürfen nicht so viel Werbung machen, Matthias, sonst kriegen wir Ärger mit unseren Förderpartnern. Ah, okay. Jetzt ist es aus. Also okay, das ist aber auf jeden Fall ist ja auch egal. Keine Werbung, genau. Keine Werbung. War reine Information, ja. Genau. Reine Information. Ich habe praktisch an Sales verkauft und irgendwann erschließt sich mir das so, dass ich dachte, okay, ich kann die beiden Sachen eigentlich ganz gut vereinen. Also je mehr Leute ich in eine Sales-Community reinbekomme, desto mehr Leads kann ich dann darüber auch generieren, weil ich mehr Kontakte in diesem ICP von den Sales-Leadern und von den Sales-Individuals auch habe. Das heißt, es war relativ dankbar. Je mehr ich an der Community gearbeitet habe, desto mehr habe ich auch als SDA praktisch besser performt am Ende, weil ich diese Community dann schon auch dazu benutzt habe, Leads zu generieren für das Business. Und das ist eine wichtige Botschaft für alle Zuhörenden und für uns im Vertriebsmanagement, denn das, was du ja gemacht hast, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, ist ja tatsächlich eine neue Akquise-Methode zu entwickeln, im Sinne von, du hast eine neue Leadquelle für dich entwickelt an der Stelle und Kundenzentrierung in reiner Form praktiziert am Ende des Tages, indem du dich halt dir eine Community gebaut hast, um gleich rauszufinden, okay, was braucht deine Zielgruppe eigentlich? Ja, genau. Das war nämlich auch so ein bisschen das Problem, dass als ich bei dieser Firma gearbeitet habe, ich war die einzige Deutschsprachige im gesamten Team. Also ich war die einzige deutschsprachige SDR. Es gab keinen deutschsprachigen AE. Also ich war wirklich die einzige in dieser Firma, die Deutsch gesprochen hat. Und ich sollte den Dachmarkt an den Dachmarkt verkaufen. Und das war aber so eine amerikanische Bude. Und alles, was wir an Marketing gemacht haben und an Marketingmaterial hatten, habe ich immer gesagt, ey, Leute, so können wir nicht an die Deutschen verkaufen. So können wir an die Amerikaner verkaufen, aber nicht an die Deutschen. Ne? Und auch dort war wieder das Ding, okay, ich kann mich jetzt beschweren, dass ich weniger Leads bekomme, weil Marketing mir weniger Leads gibt und weil wir kein Marketing in Deutschland haben. Oder ich überlege mir jetzt eine Methode, wie ich dieses Problem für mich selber praktisch löse. Weil wenn ich jetzt zum VP of Sales in Amerika gehe und sage, hey, ich möchte ein Marketingbudget haben, dann macht er so und sagt, du bist die Einzige dort, kriegst du auf jeden Fall nicht. Ne? Und so habe ich das Problem dann damit gelöst, praktisch mir mein eigenes Marketing aufgebaut, anstatt mich dazu beschweren, dass ich kein Marketing habe. Wir müssen mal kurz die Begrifflichkeiten klären, weil ich habe Schorsch Blick gesehen und der Schorsch ist ja im Maschinenbau unterwegs und dass die beiden Begrifflichkeiten, die du gerade genommen hast, auch grundsätzlich SDRs und auch, was hast du gerade gesagt, nur AI? AIs. AI, genau, sind Begrifflichkeiten aus dem Tech-Vertrieb. Und deswegen sei mal so lieb und mach mal hier kurz eine Glossar. Glossar, genau. Den dicken Glossar. Für alle Menschen im Vertriebsmanagement in anderen Branchen. Ja, natürlich. SDR und AE, das kommt so ein bisschen auch aus dem amerikanischen Raum. Das gibt es dort schon ein bisschen länger. Man hat sich praktisch damals die Full-Cycle-Sales-Rolle angeguckt, wo praktisch die Sales-Person den Kunden anspricht, ihn reinholt und ihn abschließt als Full-Cycle-Seller. Ne? Und dann hat man sich das irgendwann angeguckt und hat überlegt, okay, Leute zu kontaktieren und überhaupt Interesse zu gewinnen in der heutigen Zeit, ist eigentlich ein ganz anderer Skill, als Leute, die schon im Prozess drin sind, dann dazu überzeugen, das Ganze auch wirklich zu kaufen und einen Business Case zu machen und die zum Abschluss zu bringen. Und deswegen hat man dann so ungefähr vor 5, 7 Jahren
angefangen, diese Rolle aufzusplitten in SDR und AE. Das heißt, der SDR, der Sales Development Representative, der ist dafür zuständig, die Kaltakquise zu machen, also den Fuß in die Tür reinzubekommen und die erstmal generelles Interesse am Markt und auch beim Kunden zu entwickeln, ne? Ihn auch wirklich zum Abschluss zu bringen. Okay. Das sind also die neuen Begrifflichkeiten für Hunter und Farmer und deswegen ist es spannend, genau, weil wir kurz überlegt haben, die Folge zu nennen, was Maschinenbau vom Tech-Vertrieb lernen kann. Ne? Deswegen fand ich deine Perspektive, Schorsch, auch so spannend. Haben gesagt, wir müssen das Gespräch unbedingt zu dritt führen, denn ich weiß, viele, die zuhören, sitzen gerade vor der Herausforderung, ach, ist das Key Account Management so, wie ich es heute habe, ist es noch so zielführend, zukunftsweisend und viele sich nicht trauen, gegebenenfalls wieder auf die alten Wege zurückzugehen, vermeintlichen alten Wege, ne? Weil man hat sich das ja aus so strategischen Gründen vor einiger Zeit auch umentschieden, weil das zu dem Zeitpunkt auch der richtige Weg war. Das bedeutet ja nicht, dass er das heute auch noch ist und ihr seid damit ja super erfolgreich. Ich bin jetzt persönlich jemand, der sich natürlich schon lange mit den Themen auch beschäftigt und eben auch über den Tellerrand im Vertrieb schaut. Und ich habe schon lange gemerkt, dass jetzt so eine traditionelle Branche wie der Maschinenbau und die ganzen Sales-Leute und Marketing-Leute, die da so rumfallen, die können unheimlich viel lernen, nicht nur vom B2C, sondern eben auch wirklich vom SaaS-Vertrieb, weil ihr seid einfach da in einer anderen Liga. Ihr seid viel schneller, viel innovativer und nutzt auch die Medien und die Technologien, die es neu gibt, viel, viel schneller, als es jeder Maschinenbauer tun würde. Und deshalb ist es eine unheimliche Komfortzone eigentlich, sich anzugucken, was funktioniert denn gut in der SaaS-Welt, und sich auch Erfolgsstories anzuhören und einfach nur das auszunehmen, was sehr gut klingt für einen selbst und es dann mal auszuprobieren. Also unheimlich wertvoll. Und weißt du, was die noch machen? Finde ich auch, aufgepasst, alle, die zuhören, super spannend, denn ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Ich lusche ja auch immer bei denen, ne? Also bei euch. Und ihr macht was, wozu es auch wieder so ein starkes Ego-Bedarf oder eben auch nicht, ne, darüber lässt sich diskutieren, denn euer Format Roast Your Pitch, ne, ich werde immer wieder gefragt, auch bei uns, wenn das gar nicht unsere Zielgruppe ist, was kann ich mit meinen Mitarbeitenden machen? Und deswegen finde ich so gut, dass wir einfach uns gegenseitig supporten und unterstützen, denn Roast Your Pitch ist ein Format, vielleicht, Matthias, kannst du es gleich nochmal erklären, aber so wie ich es wahrnehme, da sind Vertriebler, Vertrieblerinnen, die schicken ihre E-Mail-Pitch-Vorschläge beziehungsweise das, was sie an Kunden schicken und lassen das von der Community und aber auch von einem Trainer bewerten und kriegen auch richtig aufs Dach, ne? Also das ist nicht, da wird kein Platz vermutet. Und welcher gestandene Vertriebler, ja, macht denn das noch? Viele sagen, ey, ich habe schon alles gelernt, schon so viele Trainings, ich bin ausgelernt, mir kann gar nichts mehr sein. Und dann sitzen die da und ich habe so viel gelernt dann, ne? Deswegen liebe ich das einfach, weil ich denke, ja klar, voll. So, aber erstmal die Eier zu haben, sich da hinzusetzen und zu sagen, guck mal, so macht das, bitte gebt mir Feedback von einer Community, wo teilweise über 100 Menschen sind. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Ja, ich glaube, es ist, also die Roast Your Pitch Show ist auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Formate, die so. Das ist die wir haben hier bei den SDRs of Germany. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf den Punkt zurück, den ich vorhin angesprochen habe. Mit SDRs of Germany haben wir halt etwas gebaut oder bauen wir immer etwas, worauf wir selber auch gerne Bock haben. So. Und ich weiß noch, ich war bei, keine Ahnung wie vielen, bevor ich SDRs of Germany gegründet habe, Webinaren und Masterclasses und sonst was und Trainingsformaten im Sales und habe immer gesagt, ja, okay, aber so richtig Einblick in, wie es jetzt wirklich funktioniert anhand von Real-Life-Beispielen, hat mir nie jemand gegeben. So, daher kam das Format Roast Your Pitch, weil ich gesagt habe, okay, cool, lass uns doch mal etwas nehmen, was wirklich Real-Life innerhalb der Community passiert, damit alle damit auch identifizieren können. Und dieses Format, ja, da sind immer irgendwie 100, 200 Leute drin. Das ist so ein bisschen wie ein Edutainment-Format, ne? Also ich habe mir da auch ganz spezifisch jemanden rausgesucht mit der Stephanie Skura, ehemals Bibel, die einfach auch einen Lacher da reinbringt und wir machen irgendwie Witze und Scherze, weil ich auch nicht möchte, dass meine Zielgruppe davor hängt und denkt, oh Gott, jetzt muss ich hier wieder was lernen, sondern Lernen sollte ja Spaß machen und sich weiterentwickeln, sollte cool sein und Spaß machen und du solltest darauf Lust haben und nicht denken, oh, jetzt hat mir hier der Konzert schon wieder eine Trainingsstunde reingeballert, ich werde hier sowieso nichts lernen. Ne? Und ich finde das so gut, weil es auch trotzdem, dass sie kein Blatt im Mund nehmen, super wertschätzend und ohne Gesichtsverlust passiert und das ist krasser Change, was ich super gut finde,
wo wir das Thema, wenn wir das Thema Generationen aufmachen wollen, denn ich kenne noch Vertriebstraining, da mussten wir Rollenspiele machen vor der Gruppe und wir wurden richtig auseinandergenommen. Das war auch wirklich unter der Gürtellinie teilweise. Und deswegen, vielleicht auch deswegen denke ich so, Gott, haben die Eier, ne, das zu machen, weil es ist auch immer, also soweit ich es weiß, auch über LinkedIn Live, das heißt, jeder kann sich reinschalten, ne? Und ja, krass. Also ich finde es gut, weil nur so lernt man ja auch. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, oh Gott, jetzt muss ich hier in Wettbewerb mit jemand anders gehen. Der schämt sich, weil er einen Fehler gemacht hat. Fehler machen sind super gut und sollten wir alle mehr machen, like fail fast and forward. Und das versuchen wir in diesen Formaten zu machen, zu sagen, okay, ihr müsst euch nicht schämen, ihr verliert kein Gesicht, sondern wir lernen zusammen miteinander. Okay, jetzt seid ihr aber doch, wenn ich es richtig verstanden habe, was die Mitglieder betrifft, hauptsächlich aus dem SaaS-Bereich, so far. Richtig? Ja, wir haben auch den ein oder anderen Maschinenbauer, der sogar sehr, 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 ja, absolut, den Alex Knauf haben wir bei uns, auch im Ambassador-Team, der sich bei uns immer die heißesten Trends abguckt und dann natürlich in seiner Branche super erfolgreich ist, weil in seiner Branche machen das natürlich nicht viele Leute. Genau. Ne? Ihr wollt gerade fragen, habt ihr auch so eine Krabbelgruppe vielleicht? Ja, die haben wir jetzt hier geschaffen mit dem Podcast. Das ist der erste Versuch des Brückenbauens, ja, und das heißt, wir bauen die Krabbelgruppe jetzt so langsam. Ja, da gehört ja erstmal unheimlich viel Mut dazu. Jetzt, also ich sag mal, ich würde das auch bringen. Ich wusste das gar nicht, dass es das gibt. Ich hätte da jetzt keine Berührungsängste. Aber ich garantiere dir, 95% oder noch mehr alle Führungsköpfe im Vertrieb, im Maschinenbau, die würden niemals nie auf die Idee kommen, das zu tun. Hm. Einfach so, ja, weil die Hürde wäre viel zu groß. Wenn du da so eine, vielleicht so eine Krabbelgruppe gründen würdest für Maschinenbauer, dann sieht die Welt ganz anders aus. So ein bisschen zielgruppenorientiert. Nur die Hülle. Jetzt mach unsere Kooperation nicht kaputt, okay. Ja. Ach so, okay. Also wir haben auf jeden Fall natürlich viele Tech-Seller und viele Leute aus dem SaaS mit in der Community mit drin. Und ich dachte auch immer, das ist das Main ICP in der ganzen Geschichte, aber man muss schon sagen, also jetzt einer unserer größten Kunden innerhalb der Academy und innerhalb der Community ist ein super traditionelles Pharmaunternehmen, die gesagt haben, ja, unsere Pharma-Leute machen seit 30 Jahren das Gleiche und es funktioniert halt heute einfach nicht mehr. Die schicken wir jetzt alle dort rein und die müssen einmal alles praktisch neu oder die Veränderung praktisch neu miterleben und sich auch mit jungen Leuten austauschen, wie die das machen. Und das funktioniert, sobald sie die Tech-Hürde gemacht haben und diese Software gut bedienen können, funktioniert das gut. Wie finanziert ihr euch? Wir sind bootstrapped seit Tag 1. Wir haben uns immer durch die Community finanziert und durch Sachen, die wir gemacht haben und auch durch Partner natürlich. Wir haben mittlerweile natürlich einen relativ großen Reach und eine relativ große Reichweite. Das heißt, so ungefähr 30% unseres Revenue kommt immer durch Partner, ob das jetzt Software-Partner sind oder Recruiting-Partner, for example, und jetzt aber natürlich auch mit der Academy. Das heißt, die Community bei uns ist immer umsonst. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir jedem, egal ob seine Firma ihn unterstützt mit einem Learning and Development Budget oder nicht, Zugriff auf das Wissen innerhalb der Community hat, haben aber natürlich auch einen Paid-Teil, wo die Unternehmen jetzt mittlerweile eben Lizenzen für ihre Seller kaufen, damit sie sich dort weiterbilden können. Ich habe viel gelernt von Matthias in den letzten Wochen, seitdem es meine Sponsoring-Akquise auch ich werde mal größenwahnsinnig. Reichweite und Reichweite bündeln. Das, warum wir auch ursprünglich oder warum ich mich so ein bisschen oder bei dir so ein bisschen vorstellig geworden bin und gesagt habe, lass uns mal sprechen, ist ja auch tatsächlich das Thema, dass viele unserer Mitglieder und auch unserer Zuhörenden immer wieder sagen, wir finden keinen Nachwuchs im Vertrieb, keiner hat mehr Bock auf Vertrieb, keiner will Vertriebler sein und dann kommen wir wieder auf dieses, entweder jammerst du was oder du änderst was, ne? Dann habe ich euch gesehen und dachte, nee, kann nicht sein, weil da sind Leute, die sagen, ich bin Vertrieb und ich habe Bock auf Vertrieb und ich liebe, was ich tue, so, keine Ahnung. Und ich dachte, okay, die Leidenschaft, die ihr habt, die müssen wir mal in die anderen Branchen bekommen und auch da tatsächlich einen Einblick kriegen, weil es gibt sie ja und scheinbar schaffen viele der Branchen unserer Mitglieder es nicht, diese Leidenschaft rüberzubringen. Wie siehst du das?
Wie erlebst du das bei euch? Ja, ich glaube, gute Vertriebler wissen mittlerweile, was sie wert sind. Und es ist nicht mehr ein Arbeitgebermarkt, sondern ein Arbeitnehmermarkt. Ich glaube aber, es ist relativ einfach, aus der Masse herauszustechen. Das ist wie guten Sales. Wenn ich als Arbeitgeber das biete, die 0815 Sachen, die jeder bietet, dann ist es genauso wie, wenn ich eine Massen-E-Mail rausschicke mit einem 0815 Text, da kommt nicht viel zurück. Das ist einfach so, ne? Ich glaube, was wir uns ganz dringend angucken müssen, ist, worauf achten denn Leute überhaupt, die ambitioniert und die jung und im Tech-Sales unterwegs sind? Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns bei den SDS of Germany ein Jobboard gelauncht. Das heißt, du kannst jetzt über uns auf der Plattform, kannst du deinen Job posten und die Mitglieder können sich angucken, was es gerade für Opportunities so gibt. Und im Zuge dessen haben wir relativ viele Umfragen innerhalb der Community gemacht und haben gesagt, okay Leute, wenn ihr den Job wechselt oder wenn ihr euch einen neuen Job sucht, was sind die Sachen, auf die ihr achtet? Was sollen die euch? Und da kamen ganz viele Sachen bei raus. Es ist unglaublich wichtig für junge und ambitionierte Leute zum Beispiel, dass ihnen das Unternehmen ein Learning and Development Budget bietet, das sie dann nutzen können, um sich weiterzuentwickeln. Weil ich möchte nicht dort bleiben, wo ich jetzt momentan bin. Ich möchte aufsteigen und das kriege ich nun mal nur hin, wenn ich mich auch ordentlich weiterentwickle. Transparenz war den Leuten total wichtig. Wirklich, das ist nicht ein, wir verkaufen einen Job, sondern wir gehen rein, wir sagen euch ganz klar die Zahlen, wie viele Leute im Team ihr Target zum Beispiel erreichen. Wir sagen euch ganz klar, arbeiten wir noch in der Steinzeit mit Microsoft Excel oder haben wir schon richtig coole Sales-Software, die euren Tag einfach einfacher machen als Seller? Ne? Das sind Sachen, auf die die Leute achten. Das heißt, bei uns jetzt auf dem Jobboard zum Beispiel zwingen wir die Unternehmen, genau diese Fragen auch für die Community zu beantworten. Also wir sagen denen wirklich, ihr könnt nur einen Job posten, wenn ihr wirklich sagt, wie viel ihr zahlt, ohne nur eine Range zu geben. Wir posten euren Job nur, wenn ihr sagt, was für ein Learning and Development Budget ihr habt. Wir posten euren Job nur, wenn ihr sagt, ob ihr einen Onboarding-Prozess habt oder ob ihr einen Career Development Plan habt und so weiter und so fort. Und dort sehen wir, dass dann die Leute sich wirklich mit den Unternehmen beschäftigen und natürlich auch die Conversion Rate von den Leuten, die dann auf dieses Jobboard gehen und sich die Antworten, die sie wirklich brauchen, um den Job zu wechseln, dort bekommen. Diese Unternehmen haben damit kein Problem. Aber ja, wenn ich natürlich rausgehe und keine Informationen gebe und den Leuten nicht das gebe, was sie wollen, dann wird es schwierig für mich sein, neue Talente zu attracten. Und glaubst du, wir führen oft die Diskussion, da geht es darum, Tech-Sales versaut die Gehaltsvorstellung, weil ich habe zuletzt auch in Tech-Sales gearbeitet, ich weiß, was man da verdient und ich weiß, dass gewisse Zahlen gleich wie eine Geschäftsführung nicht unrealistisch sind. So. Jetzt gehen wir in andere Branchen, die nicht so viel zahlen können. Glaubst du, dass die Unternehmen wirklich an den Budgets an der Stelle schrauben müssen, also dass es wirklich um die Kohle geht? Oder glaubst du aus der Erfahrung heraus, dass wenn das Produkt passt und dass die Umgebung passt und das Setting passt und vielleicht auch das Thema Weiterbildung, Wertschätzung und Co. passt, dass es gar nicht mehr so um die Kohle geht? Wie ist da so deine Einschätzung? Ja, glaube ich hundertprozentig. Würde ich sofort unterschreiben. Es gibt viele, die unglaublich viel bezahlen, die aber eine super schlechte Führungsstil haben. Die schmeißen mich gleich raus, wenn ich heute nicht 100% meines Targets erreiche. Das sind auch Firmen, die dann einen Ruf haben innerhalb der Community. Sales Community ist einfach eine relativ kleine Bubble. Wir arbeiten viel mit Firmen zusammen im Employer Branding und dort sage ich auch immer, Leute, am Ende, klar ist Gehalt etwas, was so ein Initial Interest erweckt, hundertprozentig, aber ihr wollt Leute haben, natürlich, Geld spielt immer eine Rolle, ne? Also ein gewisses Mindestgehalt musst du schon haben, um glücklich zu sein. Aber ihr könnt viel mehr punkten, indem ihr euch auf anderen Ebenen verkauft, indem ihr zeigt, dass ihr Frauen
in der Führungsebene habt, dass ihr diverse Sales-Teams habt, dass ihr wirklich den Leuten zeigt, hey, bei uns ist es eine andere Sales-Kultur, wir arbeiten zusammen, wir fördern Teamwork, wir entwickeln euch weiter. Ja, du kannst jetzt auch zu, keine Ahnung, Salesforce gehen und heute 80.000 oder 20.000 mehr im Jahr verdienen, da wirst du aber nicht happy und deine Karriere wird sich nicht großartig weiterentwickeln. Also ich glaube schon, dass das ein riesengroßer Punkt ist und dass Unternehmen sich viel mehr damit beschäftigen müssen, was wollen die Leute eigentlich, versus ich muss denen einfach nur Geld hinterher schmeißen. Ich bin ja gerade auf dem Personal-Digital-Kongress in Berlin und da gibt's war gerade ein interessantes Thema, eben der Gender Pay Gap und die EU-Richtlinie, die umgesetzt werden muss zwangsweise, das heißt, wo die Firmen die Gehälter, die Gehaltsspannen zumindest transparent machen müssen nach außen. Ja. Also das wird voll drauf einzahlen, dass die Gehaltsunterschiede auch immer marginaler werden zwischen den Unternehmen, den Einzelnen. Und somit noch viel wichtiger wird eben die ganzen Soft-Topics, die du angeführt hast. Also das wird den Trend noch verstärken, weil es gibt heute ja wirklich Unternehmen, die zahlen teilweise ein Schweinegeld und teilweise auch noch Riesenunterschiede machen in den Teams. Die Zeiten sind vorbei. Wenn du das jetzt nicht bereinigst als Unternehmen, dann geht's dir nämlich so an den Kragen, habe ich gerade gelernt, und dann weiß ich es auch noch so schön, dass du quasi deine ganze dein Durchschnittsgehalt an die oberen Gelder anpassen musst jetzt im Vertrieb, wenn du da so einen riesen Gap hast. Also super spannende Zeit, da wird sich noch viel tun, ja, in die Richtung. Und umso wichtiger für die Unternehmen, dass sie sich differenzieren auf andere Arten. Ja, hundertprozentig. Und auch mit Transparenz einfach punkten. So, wie oft sehe ich irgendwelche Stellenbeschreibungen, die mir am Ende nichts sagen, die nichts aussagend sind. Da steht irgendwie von 20.000 bis 120.000. Also da wird mir auch nicht wirklich gesagt, was ich dafür brauche. Generell auch das Recruiting einfach transparenter werden muss, damit ich mich für etwas bewerbe, möchte ich da, also bevor ich da Zeit reinstecke, möchte ich Transparenz haben, wo ich mich überhaupt hier bewerbe und wo ich mich drauf einlasse. Und eigentlich müssten das ja alle Vertriebsmanager besonders gut können, ne? Weil das hat auch wieder mit Kundenzentrierung und Perspektivwechsel zu tun an der Stelle. Also Genau. Ja. Deswegen habe ich das auch mit dem Beruf eines SDRs so ein bisschen verglichen. So, du kannst 100-mal das Gleiche machen und kriegst wahrscheinlich wenig zurück, sondern musst dir wirklich überlegen, okay, wie steche ich jetzt aus dieser ganzen Competition heraus? Wie mache ich mich auf mich aufmerksam? Ich muss jetzt aufpassen, dass wir dürfen nicht zu viel Werbung machen in eigener Sache, weil bei Be Like You ist ja genau das unser täglich Business, womit wir Geld verdienen. Deswegen, also du sprichst uns aus der Seele am Ende. Schorsch, jetzt kriege ich die Kurve nicht. Ja, ich sag mal einfach ein Statement. Ich habe Mattia ja jetzt vorher nicht gekannt und sie sitzt hier mit ihren 24 Jahren und macht einen dermaßen souveränen Eindruck bei den ganzen Themen, die in die Zukunft gehen. Unfassbar. Und ich glaube wirklich, das, was du über deine Eltern gesagt hast, das hat durchaus einen sehr großen Einfluss überhaupt eben auf den Nachwuchs im Ganzen. Ne? Wenn man eben so mit diesen Fragen konfrontiert wird frühzeitig, dann wird man auch wirklich dahin getrieben, sich damit zu beschäftigen, was ist die Lösung? Und auch help yourself, weil andere werden es nicht für dich lösen. Und also unheimlich spannender Mensch, denke ich, den wir heute hier kennenlernen dürfen. Und auch ein unheimlich spannendes Business, was du betreibst, ja, wo wir jetzt ein bisschen teilhaben dürfen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Gibt es einen Rat, den du jetzt ja unserer Community, die einfach auf einem anderen Level jetzt ist, vielleicht mitgeben möchtest, so der Top-Rat von dir? Wie sollte ich mich verhalten, um einfach am Puls der Zeit zu bleiben? Ja, also ich glaube, die Leute, die bei euch in der Community sind und die jetzt wahrscheinlich auch hier zuhören, das sind ja alles schon mal Leute, die erstmal alles richtig machen, indem sie sich einer Community anschließen und sich ein eigenes Netzwerk aufbauen und Relationships auch für sich selber und nicht nur für die Firmen, für die sie arbeiten, aufbauen. Weil das, finde ich, sehe ich immer relativ häufig bei vielen Sales-Leuten, die machen irgendwie viel Relationship-Building und viel Beziehungsaufbau für die Firmen mit potenziellen Kunden, aber für sich selber und die eigene Karriere ist es genauso wichtig, sein eigenes Netzwerk aufzubauen. Also
all das, was ich irgendwie so erreicht habe, auch mit der Community, ist ganz klar dem zu verdanken, dass ich schon immer relativ gut im Networking war und immer relativ viele Beziehungen um mich herum geschart habe, von denen ich dann natürlich auch was nehmen konnte. Also ich glaube, das ist schon mal das, was natürlich erstmal alle richtig machen. Das Zweite, was ich sagen würde, oder den größten Rat, ist eigentlich immer challenge the status quo. Ich weiß noch, als ich als SDA damals angefangen habe und wirklich überhaupt gar keine Ahnung hatte von dem, was ich da irgendwie so mache, noch nie eine Cold E-Mail geschrieben, noch nie einen Cold Call gemacht, nichts davon. Und ich weiß noch, ich habe meinen Manager damals gefragt, ich habe gesagt, okay, du hast ja schon 20 Jahre Erfahrung hier im Sales, kannst du mir mal beibringen, wie das hier funktioniert? Und dann hat er mir das beigebracht. Also er hat mir beigebracht, wie er halt vor 20 Jahren Sales gemacht hat. Und ich habe das so 1-2 Monate dann irgendwie probiert und habe irgendwann gemerkt, okay, ich kann es jetzt so weitermachen wie der Status Quo, der mir von ihm gesagt wurde, funktioniert aber nicht so richtig. Oder ich challenge das Ganze jetzt und mache etwas Neues daraus und gucke mich um. Und so kam dann am Ende natürlich auch die Community-Idee am Ende, weil ich gesagt habe, ich zum Beispiel bin richtig gut in verschiedenen Sachen. Ich bin richtig gut auf LinkedIn, in Social Selling, in Personal Branding. Ich bin aber total schlecht im Cold Calling. Mit wem muss ich mich jetzt vernetzen, der heutzutage erfolgreich im Cold Calling ist innerhalb der Community? Und wie kann ich mich von ihm inspirieren lassen, neue Eindrücke von ihm bekommen? Also ich glaube, sich nie wirklich damit zufrieden geben, was man jetzt gerade macht, gerade im Sales, ne? Also jetzt kommen auch schon so viele neue Sachen wieder hinzu, AI, neue Softwares, alle schreien, oh mein Gott, wird der Beruf des Sellers überhaupt, wird es ihn überhaupt noch geben jetzt mit AI und sowas, ne? Wo ich immer sage, ja Leute, ihr werdet nie ausgetauscht werden als Sales-Leute, nur die Leute, die sich damit jetzt nicht beschäftigen und jetzt nicht in die Zukunft des Sales gucken und überlegen, okay, wie kann mich AI effizienter machen und unterstützen und mich besser machen im Sales versus Angst davor haben, dass das mich jetzt ersetzen wird. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Mindset-Ding. Ja. So wie du das gesagt hast, ne? Der Status Quo, deswegen ist das so wichtig, das ist ja jeden Tag schon wieder anders. Also alles das, was heute funktioniert, ist ja morgen schon gar nicht mehr funktionsfähig. Ja, total. Und das sehe ich auch echt häufig. Also ich glaube, gerade auch in Deutschland haben wir, glaube ich, oftmals auch Reservationen dafür, was Neues auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe 8 Jahre in der UK gelebt. Da hatte ich immer das Gefühl, dass das Mindset ist so ein bisschen anders. Hier ist es so, wir haben das schon immer so gemacht. Das kannst du doch jetzt nicht einfach so ändern. Oder, also ich weiß noch, als ganz am Anfang, ne, ich bin jemand, ich habe jetzt 8 Jahre in London gewohnt. Ich habe seit 8 Jahren nicht mehr gesiezt. Ich habe immer alle geduzt. Und dann habe ich angefangen, in Deutschland Sales zu machen und habe einfach alle die ganze Zeit geduzt, bis mir jemand gesagt hat, Matthias, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht einem CTO oder einem CEO einfach mit du anschreiben. Ich habe gesagt, ja, aber guck mal, die schreiben mir alle zurück und wir sind alle Buddies und ich finde das gar nicht schlimm. Ne? Und auch dort, wo ich manchmal so denke, Leute, probiert halt einfach mal Sachen aus, ihr werdet überrascht sein. Und ja, natürlich, ich weiß noch, ich habe damals angefangen, Memes zu versenden, also so kleine witzige Bilder und manchmal haben die sich auch noch bewegt und das war Teil meines Sales-Cycles, ne? Und so viele Leute in Deutschland haben gesagt, Matthias, kannst du nicht machen, du wirst doch nicht ernst genommen und so weiter und so fort, wenn du sowas tust. Und natürlich habe ich auch mal irgendwie einen Backlash bekommen und natürlich hat auch mal ein CEO gesagt, oh, das finde ich jetzt aber unprofessionell. Aber 99% von den Leuten haben gesagt, hey, finde ich richtig cool, habe ich noch nie bekommen sowas, würde mich gerne mal mit dir austauschen. Ne? Mut dazu zu haben, Dinge zu tun, wo andere vielleicht sagen, nee, mach das nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen liebe ich Matthias so, weil mein Leitspruch ist ja, alle sagten, das geht nicht, dann kam eine, die wusste das nicht, aber regelmäßig alle damit in den Wahnsinn. Ja, deswegen super cool und vor allen Dingen das, was zum Thema neue Generation, ich habe hier mein Walking Mom Special dabei, sorry dafür. Lukas, bitte. Ist gleich vorbei. Was ich sagen wollte, ist tatsächlich, die Botschaft muss ich noch raussenden, denn deswegen bin ich ja eigentlich angetreten, den Kontakt mit Matthias zu suchen, ist, dass ich mich mit 10 Jahren Unterschied so ein bisschen als Brückenbauer sehe zwischen den Generationen, weil auch da erlebe ich immer das Jammern über die jungen Leute an der Stelle. Und ich habe ja nun bei Matthias und ihrer Community gesehen, dass das totaler Bullshit ist. Und deswegen hier auch der Aufruf, tatsächlich den Perspektivwechsel und das Gespräch zu suchen, denn Matthias beweist einfach, dass die nicht
nicht alle faul sind und keinen Bock auf Vertrieb haben. Und da, wo Matthias, sind halt die jungen Leute, die das Mindset haben, die wir alle suchen. Genau. Genau. Und wenn ich es kurz zusammenfassen darf, also Regel Nummer 1, Netzwerke wie ein Weltmeister, und zwar nicht nur für dein Unternehmen, sondern auch für dich selbst. Nummer 2, sei mutig zur Veränderung, frage dich jeden Tag, macht das noch so Sinn, wie ich es gestern gemacht habe? Und drittens, alle duzen. Ist einfach und funktioniert zu 99%. Ja, danke dafür. Schon kriegt jedes Mal Nervenzusammenbruch, wenn ich das vergesse, weil Berlin ist ja auch wie London. Alle per Du und ich kannte das gar nicht mehr. Und der kriegt immer so, du siehst so richtig, wie der richtig Angstschweiß kriegt, wenn ich schon wieder einfach vergesse, dass man eigentlich siezen müsste. Meine Mama auch. Meine Mama sagt auch, Mama, Tja, du kannst auch nicht alle siezen, das geht auch nicht. Und das geht, also das ist auch okay, wenn manche Leute sagen, nee, so, das wollen wir nicht so, oder wir wollen siezen. Aber vornherein davon auszugehen, dass es so nicht funktioniert, ich glaube, das ist der Fehler, den wir tun. Nice. Jetzt hast du schon 34.276 Follower. Wie erreichen dich die Leute am ehesten? Kommt das noch durch? Trotz dieser Zahl. Frage, ne? Wahrscheinlich auf LinkedIn, da halte ich mich relativ viel auf. Oder natürlich auch über die SDS of Germany Community, die relativ einfach zu erreichen ist auf sdsofgermany.com. Dort kann man mir auch definitiv eine Nachricht schreiben über die Privatnachrichten auf der Plattform. Ja, gerne, falls hier jemand jetzt heute dabei war, der gesagt hat, hey, ich habe mal Lust, die SDS of Germany Community kennenzulernen, mich mal mit ein paar Leuten dort zu connecten, mal zu einem Event zu gehen, mir mal ein bisschen Content dort anzugucken. Joint auf jeden Fall, jeder ist willkommen, egal ob das eine SDA-Position, eine AI-Position, ein Maschinenbauer oder ein CEO ist. Ich glaube, in der Community, die Community ist mega divers und davon lebt sie auch, dass wir uns alle gegenseitig austauschen. So, schön, dass du da warst. Sorry für die Hintergrundgeräusche jetzt am Ende. Ich scheine ihn nicht mehr mit Paw Patrol besänftigen zu können. Das ist Authentizität, weißt du? Ja, die Folge scheint langweilig zu sein. Schläft auch keiner ein bei uns. Oh, nee, definitiv nicht. Ja, schön, dass du da warst und ich hoffe, du kommst bald wieder, weil ich glaube, wir haben noch einige Themen, die wir gemeinsam besprechen müssen. Sehr gerne, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und bis bald. Bis dann. Bis bald. Ciao. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de. Tschüss, Anni und Schorsch. And shake off the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely end up in new constellations, which I've never pictured before.